weiterzuleben und wir lernen sehr stark Dinge zu beurteilen und zu verurteilen. Und das sind alles männliche Denk- und Handlungsmuster, die wir da lernen. Aber was ist mit der Intuition, was ist mit dem Unterbewusstsein? Wir sehen jetzt immer mehr Zeitzeichen, dass das immer mehr gefragt wird, dass das immer wichtiger wird, auch in der Arbeitswelt, in emotionalen Intelligenz, gibt es hunderte von Büchern drüber. Also das wird immer wichtiger und was auch immer wichtiger ist, wird der Aspekt des Ganzheitliche. Wir sehen das schon in der Medizin, dass die Mediziner festgestellt haben, dass es besser ist, wenn man sich mit den Heilpraktikern zusammentut und hier den Menschen ganzheitlich behandelt, weil es nützt nichts, wenn man irgendwo hier was rausschnippelt und da was rausschnippelt, aber die Seele krankt eigentlich. Also, und dass man festgestellt hat, wenn man den Menschen ganzheitlich behandelt, dass man bessere Erfolge hat. Und diese Ganzheitlichkeit, die ist nicht nur ein Medizinfaktor, die werden Sie überall erleben. Es wird immer wichtiger. Ich meine, das Finanzproblem ist ein ganzheitliches Problem, dass wir simultan die Klimakatastrophe und all die anderen Probleme haben. Es ist ein systemisches Problem. Das System stimmt nicht, weil es zu stark Yang-lastig ist. Also wie gesagt, keins davon ist besser oder schlechter. Alles ist eins. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Noch ein Zeitzeichen, irgendwo, was man sieht, warum Jungen immer wichtiger wird, sie werden immer mehr Frauen als Entscheider, als Einkaufsentscheider sehen und teilweise da, wo sie es gar nicht vermutet haben, zum Beispiel im Bereich Elektrogeräte, 83,6 sind Frauen Entscheider, im Bereich Autos 50,7. Nur mal, als, dass man sich das mal vor Augen hält, als Zeitzeichen. Im Bereich der Arbeitswelt irgendwo wird es immer wichtiger, emotionale Intelligenz, Soft Skills, das Ansprechen der rechten Gehirnhälfte, das Ansprechen des Unterbewusstseins. Es gibt sehr viele Coachings, die immer mehr ins Unterbewusstsein gehen und da unser Wissen anzapfen. Alles weibliche Werte. Dann die neue Zielgruppe, die da ist, von der man spricht, die in den USA schon 35% sind, die LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. LOHAS, das sind die Konsumenten der Zukunft. Die stehen für einen gesunden, werteorientierten Lebensstil und für einen somit nachhaltigen Konsum ohne schlechtes Gewissen. Und die greifen hier eindeutig auf weibliche Attribute wie Fürsorge sowie Denken und Handeln im Einklang mit der Umwelt zurück. Das ist denen wichtig und das wird immer wichtiger, dieser strategische Konsum. Man sieht es auch immer mehr Zeitzeichen in der Werbung. Das Thema Liebe ist auf einmal omnipräsent. Also wir hatten noch nie so viele Slogans im Thema Werbung, die das Thema Liebe thematisiert haben. Von McDonald's, I love it, Pussy, we love to entertain, we love fashion, Six Feet, DMW und alle lieben sie. Aber die Frage ist, tun sie es auch wirklich oder ist es nur eine Hülse? Und das werden die Konsumenten Gott sei Dank sehr schnell entblößen, ob Unternehmen sich dann nur so einer Hülse bedienen und greenwaschen wollen oder ob sie wirklich was tun und nachhaltig sind und auch was machen. Das heißt also, die Werbung, das Ganze entwickelt sich immer mehr in Richtung einer höheren Ebene, nicht mehr die Leistung zu verkaufen, sondern auf einer Soul-Ebene. Also wenn Vodafone zum Beispiel sagt, make the most of now, dann ist das eine Ebene höher, um die es geht. Also man spricht von Soul-Branding. So, wo will ich hin? Hin zu den weiblichen Werten, die wir mehr leben müssen. Das heißt auch hin zu dieser Yin-Richtung, also und zu der Frage, nicht was unterscheidet uns, dadurch sind ja die ganzen Kriege entstanden, ne? Also wenn man sich Religion unter diesem Aspekt anguckt, dann wird man ja feststellen, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten da. Also die Frage ist, was verbindet uns? Was haben wir gemeinsam? Ein ganzheitliches Denken und Handeln. Ein Denken und Handeln, das alle Unterschiede von Frau und Mann überschreitet. Ein Verstehen, wir sind ein System in einem System im Universum auf diesem Planeten Erde, der gerade erhebliche Probleme hat. Und dabei geht es von diesem Ich zum Wir-Gefühl, zur Verantwortung, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen. Nicht mehr so viel aus der Hand zu geben, sondern wirklich mehr selbst zu verantworten. Denn alles, was wir tun, ja, sich das mal bewusst zu machen, das hat eine Wirkung. Und die Frage ist, wer wollen Sie dabei sein? Welche Werte wollen Sie stehen? Und für welche Werte steht Ihr Unternehmen? Also es geht hierbei um ein Verstehen, dass wir ein System sind in einem System im Universum, hier auf diesem Planeten Erde. Vom Ich zum Wir-Gefühl und Verantwortung. Und es gibt auch eine tolle Währung und ein tolles Beispiel aus der Schweiz, weil die steht ja auch super da, hat auch einen Grund. Es gibt die Wir-Währung. Ein ganz bewährtes Beispiel aus der Schweiz, seit 1936. Genau.
also die etwas unternommen haben nach den ersten Krisen, nach den ersten Inflationen, wo die Menschen alles Geld horten und keine Kredite mehr möglich sind. Um etwas gegen die Geldhortung zu unternehmen, wurde die Komplementärwährung Wir geschaffen, die auf der Freigeldtheorie von Silvio Gesell basiert. Der Wert des Wir ist an den Schweizer Franken gebunden. Ein Wir ist gleich ein Schweizer Franken. Und das Hauptmerkmal dieses Wir-Systems ist die Zinsfreiheit. Das heißt, die Guthaben auf den Konten werden also nicht verzinst. Dies ist der Anreiz, das Geld schnell wieder auszugeben und unter den Teilnehmern, kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz, für Umsatz zu sorgen. Im Jahr 2004 wurden 1,65 Milliarden äquivalente Schweizer Franken mit Wir umgesetzt. Insgesamt nahmen 2006 über 60.000 Klein- und Mittelunternehmen verteilt über die ganze Schweiz auf alle Branchen am Wir-Verrechnungsverkehr teil. Das ist eine große Zahl, wenn man sich das mal so vorstellt. Es scheint gut zu funktionieren seit 1936. Der Wir-Bank entstehen aus ihrer Geldschöpfung keine Kredit- und Refinanzierungskosten. Sie selbst muss für die vergebenen Kredite also keine Zinsen aufbringen. Genau aus diesem Grund kann sie ihre Kredite gegen besonders niedrige Zinssätze zur Verfügung stellen. Im Jahr 2000 erfolgte die Öffnung der Wir-Bank für das breite Publikum. Seit jedem Zeitpunkt sind die Anlage- und Vorsorgeprodukte sowie der inländische Zahlungsverkehr der Wir-Bank auch für Privatpersonen zugänglich, die keine Beziehung zur Wir-Verrechnung haben. Weitere Lösungen, mit denen sich Herr Lieter befasst hat, sind Komplementärlösungen. Eine Komplementärwährung beruht auf einem Abkommen zwischen einer Gruppe von Menschen und oder Unternehmen, eine neue Währung als Tauschmittel zu akzeptieren. Die Bezeichnung Komplementärwährung stammt daher, dass es nicht darum geht, die herkömmlichen Landeswährungen zu ersetzen. Komplementärwährungen sollen vielmehr solche sozialen Funktionen erfüllen, die für das offizielle Währungssystem nicht vorgesehen sind. Die Transaktionen, die durch das Zusammenwirken von einer konventionellen Währungswirtschaft und den Komplementärwährungen erleichtert werden, bilden eine Wirtschaftsform, die Bernhard Lieherter als integrierte Wirtschaft bezeichnet. Da gibt es zum Beispiel die Zeitwährung. Ich glaube, wir hatten es schon mal in Sessions vorher gehört, Thema Zeitwährung. Also eine Währung Zeit, die man für andere aufbringt und eine Art Zeitkonto einzahlt, erfolgreich praktiziert in mehreren hundert Gemeinschaften der USA und steuerfrei. Time Banks. Oder wenn wir uns die alternde Bevölkerung angucken, die japanische Pflegewährung. Bei diesem System werden die Stunden, die ein Freiwilliger bei der Pflege oder Unterstützung alter oder behinderter Menschen verbringt, auf einem Zeitkonto verbucht. Und mit diesem Guthaben kann man die normale Krankenkasse ergänzen. Die Altersvorsorge. Ja. Hier nochmal der Zusammenhang Yang und Yin. Die Gegensätze, weil diese die Komplementärwährung ist im Prinzip weiblich, die Sinnenergie, weil da geht es ja um soziale Werte, während das andere von der Energie her, unser ganzes kapitalistisches System, Geld, eher ein Machtsystem ist. Das ist eher, also das ist von der Energie, ja, und wenn man sich das jetzt mal anguckt, also das Weiße, das hier, das ist Yang, also männlich. Von dem her, das ist alles, was knapp und wettbewerbsfördernd ist. Heutige Landeswährung, Bonusmeilen, Vielflieger, Tausch, Gold und so weiter. Und hier auf der anderen Seite, auf der weiblichen Seite, sind dann diese sozialen Währungen. Wie zum Beispiel das mit dem Zeitbankkonto oder die japanische Pflegewährung.